So, hallo und willkommen zurück mit Raymer's Deluxe und Link's Awakening. Heute werden wir mal in den zweiten Dungeon reingehen. Komischer Fuchs, Hund, was auch immer da ist. So. Die Herzen natürlich und natürlich nicht vergessen, alles kaputt machen, überall die ganzen Rubine einzusammeln. Und dann werden wir leider auch schon unseren Hund loswerden. So, vorab, nicht verzweifeln, wenn ihr die Türen falsch öffnet. Es gibt natürlich einen Speicherstand und der geht ja nicht mehr weiter, wenn ihr da einen Fehler machen solltet. Also von daher nicht verzweifeln, einfach mal wieder euer Autosave-File laden und dann habt ihr natürlich wieder bessere Chancen, das Ganze zu überstehen. So, wir gehen jetzt links herum. So. Dann hier natürlich rechts rum. Nein, mein Rubin. Und hier sind wir auch schon angekommen. Am Schleimsumpf. Und für das brauchen wir den Hund. Dass der uns hier die ganzen komischen Pflanzen wegsammelt. So, und gehen wir da rum. So, schnappt ihr das Blümchen. Sehr schön. Da unten noch eins. Sehr schön. Obacht geben auf die Fische. Oh, nein. Falsch gelaufen. Entschuldigung, wir müssen doch da hoch. Au. So, Fass. Fass, Rudi Rüssel. Fass. Sehr schön. Natürlich können wir hier dann auch erst die Box öffnen, bevor wir reingehen. Und wir erhalten 50 Rubine, sehr schön. So, weiter geht's. Und da ist auch schon unser nächster Dungeon. Komm. Wir machen den Weg frei. Na komm. Sehr schön, sehr schön. So. Und nun gehen wir hinein. Das Wichtige ist, haltet euch immer rechts. Links, das könnt ihr dann später machen in der Djinn-Grotte. So, natürlich müssen wir erstmal anders ausrüsten. Einmal und zweimal. Und rechts, links, das tun wir erstmal nicht beachten. Au. Hey, du möchtest gern Skelett, du. So, die Tür rechts lassen wir vorerst auch mal zu. Und nun haben wir unseren ersten Schlüssel schon mal sehr gut. Gehen hier weiter. Ich kann mir natürlich aufmachen. Bei diesem Skelett müsst ihr wieder das Schild hochheben, um ihn zerstören zu können. Auf geht's mit der nächsten Truhe. Und unser zweiter Schlüssel. Passt in fast jedes Schloss. Jawohl, fast jedes. Eigentlich nur in den kleinen. Natürlich auch gute Idee, hierher zu gehen, falls ihr noch ein bisschen von diesem Brandpulver braucht. So, einmal draufhauen, rüberhupfen und die Truhe öffnen und schon bekommen wir unseren dritten Schlüssel. Wenn ihr jetzt leider erst links geht, schafft ihr es nicht, alle Türen aufzumachen. So, jetzt gehen wir da weiter nach rechts und hier müssen wir Obacht geben. Natürlich mit dem Schild voran, dass wir sie töten können. Das sagt uns aber auch dann später die Eule dann den Tipp, wie man die vernichten kann. Und gehen gleich eins weiter. So. Au. So, Obacht geben. Die hier zusammenschieben. Und schon macht sich ein Geheimgang auf. So. Und ab. Weiter geht's. Ich habe natürlich am Anfang sehr lange gebraucht, weil den Dungeon-Schlüssel zu finden ist ein bisschen tricky. Aber nach etlichen Experimentieren habe ich es dann rausgefunden, wie man den bekommt. Das zeige ich hier natürlich euch auch. So, einmal darüber. Hier ist natürlich dieser spezielle Raum, wo uns rüberschiebt. Und schon sind wir beim ersten Gegner. So, na komm her. Wo ist der Raimund? Na komm, wo ist er? Wo ist er? Fang ihn doch! Hinter dir. Neben dir. Über dir. Oh nein, nein, nein. Hässlicher Gollum.
komm, den versohlen wir noch einen Arsch. Komm, Mietz, 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 Mietz. Na komm, wo ist Link? Wo ist der Link? Der Link ist Link. Oh, 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 jetzt wird er aggro. Jetzt wird er aggro, aber wir haben ihn. Sehr schön. Die kleine Fee, die nehmen wir natürlich dankend an. Und gehen weiter. So, hier können wir fast noch nicht viel machen. Merkt euch am besten immer die Stellen, wo viel Herzen sind. Man kann natürlich auch das unten kaputt machen. Ich hoffe, es klappt. Nein, hupf doch, Linky. Das war Link von dir. Die nächste Tür und wir haben natürlich jetzt die Labyrinthkarte. Das ist natürlich sehr hilfreich. Weiter geht's nach oben. Und da ist das Problem am Anfang. Wenn man nämlich links geht, hat man natürlich keine Chance mehr, hier irgendwie eine Tür aufzumachen, weil die Schlüssel nämlich genau aufgehen. Also am besten rechts halten. So, Obacht geben. Au. Komm, mach was. Ah. Da ist es. Da ist unsere Truhe. Und der Vorteil natürlich ist, jetzt haben wir unseren magischen Ring. Oder Kraftband, ja. Mit dem können wir jetzt halt Krüge hochheben. Das ist natürlich sehr hilfreich. Einmal wieder zurück. Einmal kurz ins Menü rein. Ah, haben wir schon. Okay. Dachte, man muss es ausrüsten. Oh, komm, hopf hoch. Und auch hier rentiert sich natürlich alles zu zerstören. So. Mietz, Mietz, Mietz. Wo ist er? Wo ist er? Komm. Da nochmal die Herzen einsammeln. Einmal rüberhupfen, einmal draufhauen, die nächste Truhe öffnen. Und somit haben wir den nächsten Schlüssel, was natürlich jetzt von Vorteil ist. So, gehen wir mal da oben rum. Komm her, du komische Bullenkugel. Das ist natürlich, wer Zelda kennt, tricky. Was heißt tricky? Ja, man lernt da... Oh, da unten noch ein Weg. Das ist sehr schön. Und zwar hier, passt auf, ihr müsst nämlich mit diesem Krug die Fledermaus kaputt machen. Au, den können wir nach unten schieben. So, der ist natürlich für unseren Hasen. Scheibenkleister. Nochmal raus, nochmal rein. So, der Krug steht für die Fledermaus. Mach. Jetzt weiß ich nicht, ob das klappt. Der obere für das Skelett und der hier für unseren Hasen. Und Mist, nein, wir müssen erst den Hasen kaputt machen. So, erst die Fledermaus. So, Punkt für uns. Schieb. Oh, wir haben fast keine Energie mehr. Müssen wir erst den Hasen kaputt machen. Nein. Mein Gott, so ein Dummbatsch. Nochmal von vorne. Die Fledermaus. Au. So, die Fledermaus. Oh, das ist doch schon mal... Das nehmen wir dankend an. Komm hoch. Alter Zipfelklatscher, geht da weg. So. Weil nämlich uns eine Eule verraten hat, dass wir erst... Auch nicht. Ach komm, nochmal von vorne. So. Einmal hinterschieben. So. Schauen wir doch mal. Nummer 1. Jetzt nehmen wir den hier mal. Nummer 2. Nummer 3. Immer noch nicht. Gibt's doch nicht. So. Ach, das sind die zwei oberen. Das ist der untere. Dann müsste der hier für den sein. Au. So. Komm, werf.
hätte es für den... Oh, ein Herz. Ja, deswegen tricky hier mit der Anordnung. Komm, Hasi, Hasi. Auch nicht. Nochmal raus und nochmal rein. So soll's sein. Komm, werf. Au. So, die zwei unten, der eine oben. Das war, glaube ich, der hier für den. So, welche war jetzt? Ich glaube, der hier müsste für den sein. Nein. Ach, Zelda. Und Link. Das war ganz schön Link. Okay, brauchen nur ein paar Herzen. Kann man da hochhupfen? Nein. So, auf ein neues. Erst den mit die langen Ohren. Lauf! Torfkopf. So. Nein. Geht's vielleicht nochmal? Komm. Och, Dummbatsch. So. Den. Nein, war es auch nicht. Mein Gott. Wie habe ich das damals gemacht? So. Der wirft. Der trifft mich wieder. Den schieben wir mal in der, nachdem der Speer weg ist. So, jetzt nehmen wir doch mal den. Au. Au, 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 au. Lauf, Rudi Rüssel. Nummer 2. Nein! Oh, und auf ein neues. Da kommt er schon wieder. Kommen Sie ran. So, den schieben wir hinter. Den schieben wir dahin. Nehmen die erste. Oh. Okay, Nummer 1. Nein! Ach komm, das ist doch zum Hühnermägen. Komm, werf hoch. Ja, so ist gut, so ist gut, so ist gut. So, 3, 1, 2, 3. Dann müsste das hier Fledermaus sein. Das Problem ist, sobald er nämlich einen Speer in der Hand hat, und wenn er euch trifft, dann ist nämlich das Fass auch schon kaputt. Wieso war das wieder nichts? Och, es tut mir leid, es tut mir leid. Komm, werf, Rudi Rüssel. Komm, hier bin ich. Zwei unten, einer oben. Zwei unten, einer oben. Dann müsste das die Fledermaus sein. Nummer 1. Das hier müsste der schwule Hase sein. Au. Und das hier müsste für unseren Geist sein. Auch nicht. Ja, sacre bleu. Also noch einmal hier runterschieben. So, 2, 1, 1. Jetzt nehmen wir doch mal dich für den Horsen. Zuerst nehmen wir die langen Ohren. Dann dich. Kriegen wir mal nett hochgehen, du. Ach, ist das ein Grützkopf. Ist das ein Grützkopf? Komm, hau ab. Hier. Lauf! Nummer 1. Nummer 2. Auch nicht. Ach, das hatte ich doch vorhin so schön gehabt. Och nee. Komm. Komm, werf mal hier hoch. So, da habe ich meine Ruhe. Ich schieben dich hinter. Schieben dich rüber. Au. So. Ja, ist das. Au, 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 au. Hau ab! Nummer 1. Oh, ein Herz. Sehr schön. Nummer 2. Ich hoffe es. Auch nicht. Naja, jetzt gehen wir mal kurz mal hier weiter. Ich glaube, wir müssen die Olle nochmal finden. So, einmal aufmachen, hindurchgehen.
So, einmal. Oder war das das hier mit den langen Ohren zuerst? Genau. Hier war es mit den langen Ohren zuerst. So. Ja, das ist ein bisschen tricky hier. Und immer alle schön kaputt machen. Weil wir brauchen noch ein paar Herzen. Herzen für das Land. So, sehr schön. Eine kleine Fee. Runter geht's. Das ist ein bisschen tricky. Der Stein hier schafft es uns runterzubringen wie ein Aufzug. So, kaputt machen. Und hier brauchen wir für den nächsten Stein eine Vase oder einen Trog, dass wir schwer genug sind, hier runterzukommen, weil ohne diesen Trog geht es leider nichts. Da sind wir zu leicht. Okay, das hier ist der Dungeon. So, zurück geht es natürlich einfacher. Da können wir einfach hier rüber hopsen. Und wieder hoch. So. Auf geht's. Jetzt gehen wir nochmal dahin. Hier runter. So. Nummer 1. Nummer 2. Nein. Hopsi popsi. 1, 2, 3. Und es ist umgekehrt. Ah, der hier ist für dich. Oder auch nicht. So, wieder zurück, wieder rein. Hopsi popsi. Der ist auf jeden Fall für dich. Wenn ich mal treffen würde, 4 Milliarden Jahre später. Ja. Och komm, wieso bewegst du dich jetzt? Sonst bleibst du immer stehen. So ein Grinch. Komm her, du kleiner Lustmolch. Nummer 1. Ja, dann ist das hier die Fledermaus. Und das müsste jetzt für unseren Hasen sein. Ihr müsst ein bisschen umgekehrt denken, wenn es jetzt klappt. Oh, kann man dich nicht umnieten? Oh mein Gott. Oh, umgekehrt. Das Fledermaus, das Hase. Jetzt komm her. Nein, das ist ja schlimmer wie meine Gallenblase. Komm, auf ein neues. Auf ein neues, du hässliches Ding. So, das hat gestürmt. Das ist das, dann ist das Hase und das ist Fledermaus. Sehr schön. Und hier mal runterschieben und hier rüberschieben. Hasi befreien. Hasi, komm. Das war es auch nicht. Hase, Hase, Fledermaus. Jetzt laufen wir mal weiter hier hoch. So, hier Obacht geben. Aus den Röhren kommen natürlich unsere super fleischfressenden Pflanzen raus. Ist aber nicht so schlimm, die kann man kaputt schlagen. Eine Schutzeichel, jawohl. Und runter geht's. Wie ihr seht, kommen wir jetzt hier wunderbar raus. So. Fragen wir mal die Eule, die Statue sagt etwas an, aber ohne Schnabel. Selbst mit Schnabel wird es uns nicht verstehen. Einen Schlüssel haben wir noch. So, einmal zurückbeamen. Jetzt sind wir hier. Das ist schon mal gut. Wir können die nächste Truhe öffnen und wir kriegen die nächsten 50 Rubine. So. Jawohl. Alles einsammeln. Das Bimmelchen nur so von Herzen. So euch hat uns noch keiner geliebt. So, und weiter geht's. Jetzt gehen wir hier, glaube ich. Müssen wir hier links rum? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht mehr. Ach, ist das zum Mäusemelken. Au. Hässliches Viech. So. Auf geht's. Hier rein. Ah, hier sind wir jetzt. Ja, hier brauchen wir die Bomben.
Komm, den lassen wir zurück. Hier brauchen wir die Bomben, um weiterzukommen. Gehen wir nochmal hier rein. Was hast du? Ohne Schnabel hast du nichts. Ist mir klar. Nur wer einen Schnabel hat, hat das Reden. So, flitzt man nochmal schnell hier durch. So. Sehr schön. Ja, ist ja schön, dass ihr euch bewegen könnt. So, rennen wir mal hier durch. Und hoppadibobadibu. Hoppadibobadibu. Na komm. Komm, kleiner Link, und hoch geht's. Oh mein Gott, ist das schwer. Ja. Wie war das noch einmal? So, dann gehen wir von der Seite rein. Und gehen hier runter. So, 2-2, der war oben. Ja, was ist oben, was ist unten? Oh mein Gott, wie war jetzt das? Dich hierhin, dich hierhin. 2-2. Einmal. Ich hoffe, es klappt jetzt. Komm her, du Grippe. Komm doch her. Komm. Zweimal. Nein. Ist das ein Schund. Wie habe ich das damals gemacht? Den hier, glaube ich. So, dann haben wir die hier rein. Nehmen wir dich doch mal. Komm. Ja, du darfst. Wieso nicht? Ach komm, ärgerlich. 1, 2, 3, umgekehrt. Warte mal, vielleicht ist das die Fledermaus. Da unten links. Okay, unten links. Dann wird das hier das Skelett. Und hier ist unser Schnuggelbunny. Auch nicht. So viele Versuche gibt es doch nicht hier, oder? So, 3 und 3. Umkehren, umkehren. Au! Ja, ist klar, dass du jetzt fliegen musst, du hässliches Ding. Au! Komm. Du Hasenkopf, du. Och nee. Oh, ein Albtraum, meine Freunde. Ein Albtraum. So, 3-3. So. Nummer 1. Au. Nummer 2. Jetzt macht's gleich wieder. Bub, bub. Nein! Hey, es hat funktioniert. Ich glaube, ich bin ja. Auf jeden Fall, so kriegt man den Dungeon-Schlüssel. Sehr tricky. Ich bin froh, dass es jetzt funktioniert hat. Ja, jetzt können wir ins Dungeon rein. Na komm. Komm, mein kleiner Linky. Linky Winky, rechts rum. Verprügel die Hasen. Oh. Verprügel die Hasen. Komm. Jawohl. Und nächsten. Sehr schön. Wie viel haben wir? So, na komm. Und weiter geht's. Hinunter. Hier natürlich wieder eine Vase aufheben. Sonst müssen wir wieder raus und wieder rein. Es war ein bisschen tricky, das rauszufinden, dass mich eine Vase braucht. Weil zuvor machte ich ja bloß diese Fratze und geht nicht weit genug hinunter. So,
da sind wir jetzt. Müssen wir kurz umswitchen. Du gehst auf X. Weil im Moment bin ich noch nullmal gestorben. Und hinein geht's. Ach, das ist der da. Die bezaubernde Genie. Na komm. Der Flaschengeist. Jawohl. So wünscht sich jeder einen Flaschengeist. Schaut wegen aus, als ob er hier irgendwelche Pilze zu sich genommen hat und jetzt irgendwie, keine Ahnung. Ja, mit Feuer spielen. Sehr schön. Ja, ja. Jeder spielt gern mit Feuer. Na komm. Oh, mein kleiner, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, er ist unverletzt, aber blöderweise teilt er uns mit, dass die Hand, dass die Wand stärker ist und härter ist als seine Flasche. Die Flasche, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Let's shake it, baby. Und boing. Na komm, der schaut schon so aus, als ob er irgendwie drauf wäre. Hier bin ich, Kabuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Na komm. Und boing. Und schon ist er kaputt. Und das wird jetzt ein bisschen tricky, aber das kriegen wir auch hin. Na komm. Au. So ein Milchbubenverschnitt, ich schwör. Na komm, komm, wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Da ist er. Einmal noch. Na komm, wo bist du? Und schon haben wir ihn. Sehr schön. So befreit man einen Flaschengeist in der Flasche. Sehr schön. Jawohl, unser nächstes Herz füllt unsere Leben auf. Sehr schön. So macht man das. Und weiter geht's zu unserem Musikinstrument. Jawohl. Nimm's auf, kleiner Link. Das Tritonshorn erhalten. Jawohl. Sehr schön. Gut gemacht, kleiner Linky. Stinky Winky. Ja, ich weiß, wie es klingt. So, und dass wir jetzt die anderen Schlüssel nutzen können und freischalten können, müssen wir noch einmal ins Dorf zurück und da das ein oder andere noch kaufen. Ja, Orungasteppe. Das wird das nächste. Sehr schön. Nachdem wir jetzt auch alles hochheben können und schmeißen können, das ist natürlich von Vorteil, weil jetzt können wir auch die Abkürzungen und alles nutzen. Sehr clever, meine Freunde. Jetzt geht's erstmal hier hin. Jawohl, sehr schön. Und jetzt zeige ich euch was sehr Gutes. Gehen wir erstmal hier rein. Denn nämlich in diesem Haus könnt ihr was kaufen. Das. Ja, sie ist. Trantrudi. Ja, du kriegst, na klar, zahlen wir das für Geheimnis. Jeder will es wissen. Und freut sich natürlich, dass wir die ganze Wohnungseinrichtung zerstören. Ja, jeder freut sich, kriegt ein Geschenk und als Dank dafür zerstören wir ihr Haus. Sehr schön. Sehr schön. Oh nein, wir müssen da lang. Die Rubine, die Rubine. Oh, die Rubine. Komm, Muffi. Such. Wo ist der Feind? Wo ist der Feind? Gehen wir so rum oder unten rum? Ich glaube, wir gehen jetzt mal unten rum. Gehen wir mal daher. So, die machen wir auch kaputt. Wir können jetzt die Abkürzung über den Friedhof nehmen. Sehr lustig. Ja, versteckt euch nur rein und gebt euch Kopfnüsse und hinein. So. Au! Nein, nicht raus! Was bist du für ein Honk? Nochmal rein. Ja, das ist manchmal tricky. Sehr schön. Brav, Frodo. Brav.
Uiuiuiuiuiui. Und hinauf, da können wir das Herz leider noch nicht holen. Wäre es zum späteren Zeitpunkt so. Jetzt sind wir am Friedhof. Decken uns nochmal mit Herzen ein. So, können wir hier mal abkürzen. Nein, wir gehen da nicht hoch. Eigentlich war das nicht richtig eine Abkürzung. Tut mir leid. Müssen wir doch durch den Wald. Durch den bösen, bösen Wald. Fass, Frodo. Das nehmen wir natürlich auch wieder dankend an. Die gute Energie. Ja. Die gute Energie. Ich weiß nicht, schaffen wir das jetzt da drin oder nicht? Ich glaube nicht. Bin mir nicht ganz sicher. Oh. Weil das Problem ist, wir haben noch nicht die Bomben, die wir sich gleich holen. Oh. Aber hier nicht vergessen. Kopfnuss, freut sich jeder. Und die nächste Muschel. Natürlich sehr wichtig. So, mitkommen, Frodo. Komm. Komm, mein kleiner brauner Freund. Herz, Rubin, nächster Rubin, ach, da ist er schon, ja, das kann man einen Hund zurückgeben, komm, Wuffi, rein mit dir, wenn er will, wird er einfach reingepresst, ja, bitte, 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 jawohl, sehr schön, jeder freut sich über einen Kuss, du Glückspilz, ah, ich weiß nicht, weiß gar nicht, wer mag eigentlich immer da die Küsse haben? Also damals bei der Urgroßmutter. Aber so ist das Leben. So, jetzt sammeln wir noch ein paar Rubine noch ein. So, der verzweifelte Junge unten bei seinem Fuchs. Und Troll, Goblin, Gollum, man weiß es nicht. Wir brauchen noch ein paar Rubinchen. Sehr schön. Ich sehe, was du nicht siehst. Und das ist grün. So, was ist jetzt schon da drin? Ich glaube, ich bin falsch. Ich glaube, ich muss oben zu diesem Typi, zum Verkaufsstand. Ah, hier haben wir jetzt das nächste. Sehr schön. Jawohl, wollen wir spielen. Das habe ich ganz übersehen. Schaut mal, oben ist noch ein Stein. Nein, oder? Ja, oder nein? Es wird knapp. Ja, komm, beiß dich fest. Beiß dich fest, du kleine Schildkröte. Sehr schön, bleib drinnen. Das hast du gut gemacht. Das ist ja schön, dass wir jetzt gleich das nächste Tier haben. Jawohl, das nächste Spiel. So, schauen wir mal, wo der Stein hingeht. Wie weit? Nicht weit. Oh, 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 oh. Ja. Ja. Nein. Doch, wir haben's. Ach, ich freue mich. Bleib drin, du kleiner Stein. Ach, sehr schön. Sehr schön. Natürlich nicht. Du alter Abzocker. Das ist meins. Sehr schön. Stachelfigur. Und ein Kammerstein. Sehr schön. Und raus geht's. Für 20 Tacken Schnäppchen. So. Stachi, 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 Stachi. War Stachi da hinten? Lauf, kleiner Gollum. Der rennt irgendwie, als wenn er einen Stecken im Arsch hätte. Ja, ich freue mich auch. Stachi, wo ist Stachi? Ist das Stachi? Nein, Komet. Stachi, Stachi, Stachi. War der oben bei denen? Ja. Komm. Stachi hier drin? Stachi. Stachi, melde dich. Piranha-Pflanze, okay. Und er frisst fleißig Bananen. So, na komm. Dann ist Stachi oben.
Stachi, Stachi, Stachi. Doch bevor wir Stachi zurückbringen, machen wir natürlich einen kleinen Einkaufsbummel hier drin. Müssen jetzt, glaube ich, die Bomben sein. Jawohl, die Bomben. 14 Rubine. Die kaufen wir. 10, 20 und 30. Ich glaube, 40 gehen nicht. Okay, das ist schon mal sehr gut. Dann kaufen wir uns das Herzteil noch. Kaufen. Sehr schön. Der Bogen für 980, das wird wegen tricky, aber da kann man ein bisschen tricksen, wenn wir dann unsere Labyrinthe bauen. So, aber jetzt müssen wir erstmal Stachi heimbringen. Stachi, ich bring dich heim. So, wo ist Stachi? Ist Stachi hier? Stachi. Ja, natürlich. So, euer Haus wird schöner. So, nachdem wir die Kinder hier alles verwüsten können, denke ich mal, dürfe ich es auch. Oh, Entschuldigung, war der Kopf. Und nun geht's wieder raus. So, meine lieben Freunde, ich würde sagen, das war's erstmal wieder fürs Nächste. Und wir sehen uns natürlich dann bei der nächsten Dungeon, beziehungsweise in den nächsten Clips hier mit nützlichen Tipps und sonstigen. Von daher wünsche ich euch noch viel Spaß, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, euer Raymas Deluxe. Bye bye.